Zeit, eine Zeit voller Zärtlichkeit. Er soll mal so richtig vernünftig anziehen und sollte mal zum Friseur gehen. Ich denk gern zurück an die Zeit von Harmonie und Glück. Ich finde ihn sehr schrill, er ist mal was anderes und ich denke mal, dass in den letzten Jahren eher der deutsche Schlager ein bisschen eingeschlafen ist und er ist, glaube ich, ein guter Wecker. Ja gut, wie mir einige gesagt haben, fettige Haare, das lässt sich ja beim Grand Prix noch ändern, ne? Dildo hab euch lieb, und wenn's auch mal Tränen gibt. Und ich wünsche ihm dann alles Gute, wenn er dafür einen Preis gekriegt hat. Guten Abend. Die einen wünschen Ihnen alles Gute, die anderen wünschen Ihnen gerne mal den Kopf zu waschen. Gildo Horn, der Sieger von gestern Abend, der deutsche Vertreter beim Grand Prix Eurovision in Birmingham. Er spaltet die Nation. Viele Zuschauer haben schon bei uns angerufen und sich darüber beschwert, dass wir diesem Mann heute Abend eine eigene Sendung widmen. Ihnen müssen wir sagen, dass wir sogar den deutschen Schlagerpapst Dieter Thomas Heck an unserer Seite wissen. Er freut sich nämlich über den Gildo-Sieg. Zitat: Die Deutschen können es ganz gut vertragen, wenn sie sich beim Grand Prix auch mal als humorvoll darstellen. Die Meinung von Dieter Thomas Heck. Wir haben heute Nachmittag mal nachgefragt, was Gildo Horns Nachbarn in Köln zu seinem Erfolg sagen. Die Straße des Erfolges. Hier und auf den Bühnen dieser Welt ist er zu Hause. Hier wohnt er. Hier kauft er seine Milch. Hier kauft er seine sanitären Anlagen. Und hier lässt er sich nicht frisieren. Auf den Meister kann man im Friseursalon Viermann ohne weiteres verzichten. Schließlich gibt es hier eine Meisterin, die heißt Frau Viermann. Und es gibt eine Angestellte, die heißt Frau Kaiser. Frau Kaiser würde sich gerne um die Haarpracht des Meisters kümmern. Ja, dann würde ich ihn mal einladen, zu uns reinzukommen und mal die Haare zu waschen. Das hat er nötig. Das hat er mal nötig, ja. Und vielleicht ein bisschen kürzer. Und das wär's dann schon. Gildo und die Rochusstraße. Er ist nicht schön, aber erfolgreich. Und er ist erfolgreich, aber nicht berühmt. Kennen Sie Gildo Horn? Ach, jetzt mit der langen Mähne. Ja, der habe ich jetzt das erste Mal gesehen im Fernsehen. Ja. Ja. Wie finden Sie den? Ich habe umgeschaltet. Der ist mal ein bisschen zu blöde. Das ist doch Ihr Nachbar. Das ist mir doch egal. Aber jeder ist mein Nachbar. Und der Meister auch. Der Meister, wenn ich das schon höre. Ich weiß es nicht. Alle Männer mit langen Mähnen, die finde ich unsympathisch. Aber er singt doch so schön. Habe ich schon nie gehört. Wie finden Sie den Gildo Horn? Andrei, подойди, пожалуйста, помоги мне. Nicht jeder ist auf den Meister gut zu sprechen. Aber piep, 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 er hat uns alle lieb. Auch seinen Lieblingskioskbesitzer, wo sich Gildo, wie wir alle wissen, seine Milch holt. Der Mann hinterm Tresen und seinen Nahkontakt zum Fernsehstar. Ich habe das einmal erlebt, dass jemand reinkommt, ach, da ist der Meister. Ne? Und ich glaube, das war ihm sogar peinlich gewesen. Ich denke, dass solche Leute auch ihre Privatsphäre brauchen. Und Show ist Show und Leben ist Leben. Ne? Und besonders hier ist das Leben Leben. Der Boden der Tatsachen in der Rochusstraße. Der Meister weiß es zu schätzen. Gildo hat euch lieb. Die deutsche Vorentscheidung für den Grand Prix. Gildo Horn hat sie wieder zu einem Fernsehereignis gemacht. 7,7 Millionen Menschen wollten sehen, ob man mit orthopädischen Strümpfen bis zum Finale nach Birmingham kommen kann. 7,7 Millionen, das waren doppelt so viele Zuschauer wie im vergangenen Jahr. Parallel zur Fernsehübertragung liefen vor allem in Köln viele Gildo Horn-Feten. Pflichtprogramm auch hier, das Meisterstück aus Bremen. Hier ist der Meister mit der Startnummer 6, Gildo Horn. Gildo hat euch lieb und wenn's auch mal Tränen gibt, kommt er rüber und singt für euch Lieder. Gildo hat euch lieb. Und auch sie haben ihn lieb. Hunderte von Fans feiert mit 1 Live ihren Gildo. Sein Grand Prix-Song kannte vorher keiner. Aber dass er ein Hit ist, war allen von vornherein klar. So richtig was für Herz und Hände. Es gab eine Zeit voller Zärtlichkeit. Da wurde Knuddeln und Knutschen und Lieben groß geschrieben.
Auch im Prime Club in Köln wurde kräftig gefeiert. Hier im ehemaligen Luxor hat Anfang der 90er die Karriere von Gildo begonnen. Und hier durfte gestern jeder kostenlos rein, der ein Handy dabei hatte. Und während in Bremen noch die Konkurrenz ihr Bestes gab, vertrieben sich die Kölner Fans die Zeit mit einem kleinen Ständchen. Wir bringen Gildo und sein Horn und auch seine Band nach vorn. Und damit dies auch geschieht, sagen wir Danke, Danke mit diesem Lied. Meister! Der Test ist gestartet. 21.20 Uhr, endlich die TED-Nummern werden bekannt gegeben und alle rennen zu den Telefonen. Hektisches Wählen unter 0137 und anschließend nervöses Fiebern. 20 furchtbar lange Minuten. Okay. Ich sag die Prozente, du sagst den Namen. Der Platz 1 mit, lass noch mal gucken, 62% der Anrufen. Ein eindeutiges Ergebnis. Gildo Horn! Die Fans im Siegestaumel. Gildo fährt nach Birmingham und alle haben sich ganz lieb. Gildo hat euch lieb. Und wenn's auch mal Tränen gibt. Das ist der Hammer. Ja, es ist der Wahnsinn. Ich habe mir beinahe die Hose gemacht. Ich würde sagen, das ist das Lied. Das Lied überhaupt. Das Lied, das uns nach Birmingham gebracht hat. Das uns an die Spitze der Welt katapultieren wird. Gildo hat euch lieb. Als die anderen feierten, da rang der Altmeister des deutschen Schlagers um ein bisschen Fassung. Ralf Siegel hatte in Bremen 3 eigene Kandidaten am Start. Und dann das, der Altmeister wird vom Meister geschlagen. Die bitteren Minuten des Ralf Siegel. Der Platz 1 mit, lass uns mal gucken, 62% der Anrufen. Ein eindeutiges Ergebnis. Gildo Horn! Ein Traum zerbricht. Grenzenlose Enttäuschung bei dem Komponisten Ralf Siegel. 3 Kandidaten hat er ins Rennen geschickt. Mit allen 3 ist er gescheitert. Vorgestern auf der Generalprobe. Siegel überwacht jeden Schritt seiner Gruppe. Er wollte sie unbedingt haben, die Fahrkarte zum Grand Prix. Das ist ein großer Traum. Und immer ist es eben so, dass ein Komponist, der sitzt am Klavier in einem Zimmer oder in einer Bar und spielt dann ein Lied und das Traum, dass 600 Millionen Menschen dieses Lied dann hören und dass man mit diesem Lied sein Land vertreten kann, das ist natürlich ein Traum, den man eigentlich nie aufgeben kann. Für diesen Traum arbeitet er seit Jahrzehnten. Und der 54-Jährige begnügt sich nicht nur mit der Komposition, er ist auch vor Ort dabei, legt überall Hand an. Seine Sache ist der Schlager und der Schlager ist wichtig. Wer ihm, der fast jedes Jahr den deutschen Grand Prix-Teilnehmer konstruierte, dabei in die Quere kommt, dem verzeiht er nicht. Gildo Horn ist sein rotes Tuch. Wir haben ja gerade tötötötötötö, die Blechnasen hinter uns und das ist ja auch witzig. Aber es ist eine Frage, wo und wann. Nicht? Wie hat mein Freund Howard Carpendale so schön gesagt, es ist so, wie wenn man, ich sag mal, Inge Meisel zu Baywatch schicken würde. Nicht? Also das ist alles zu seiner Zeit. Und der Grand Prix war eben meist die Zeit des Ralf Siegel. Hier feierte er Erfolge, wie zum Beispiel mit Nicole und ein bisschen Frieden oder anderen. Und ob er es gern hört oder nicht, seine Zeit scheint vorbei zu sein. Die Ideen des 54-Jährigen zünden nicht mehr. Vom Aufhören will er trotzdem nichts wissen. Es hat noch nie den Moment gegeben, wo man sagt, komponieren darf man nicht mehr, wenn man 50 ist. Man darf auch weiter malen. Und die Erfahrung, die ich habe, die ich gesammelt habe, die gebe ich Künstlern weiter. Und wenn den Leuten meine Lieder gefallen, dann bin ich dankbar und glücklich. Und wenn sie eines Tages den Leuten nicht mehr gefallen, dann werde ich trotzdem noch weiter komponieren. Vielleicht zu Hause nur für meine Tochter und meine Mutter oder meine Frau, die ich heiße und innig liebe. Und ich lasse mir das Komponieren sicher nicht verbieten. Im Studio noch ein Meister des Schlagers, Uwe Hübner von der ZDF-Hitparade. Ist gestern Abend für Sie auch die Schlagerwelt zusammengebrochen?
bin da vielleicht für andere, wenn ich jetzt mich oute und sage, ich bin absoluter Gildo Horn-Fan, denn ich habe ihn erlebt in den Clubs, als er noch richtig tingeln musste und da hat er mir gut gefallen. Also heute Abend diese Sendung enthüllt, Uwe Hübner ist ein Gildo Horn-Fan. Ja, ich habe mir auch 92 geholt in die Hitparade, eine schräge Farbe, die uns genutzt. Trotzdem waren Sie mit der Wahl gestern nicht einverstanden. Warum nicht? Nee, weil ich mit Freunden mal genau das ausprobiert habe, was oft gesagt wird, was nicht ganz richtig sein soll oder wenn es nicht ganz koscher ist. Wir haben nämlich die Dinger hier wirklich benutzt. Wir haben es auch gerade im Film schon gesehen. Alle Jugendlichen hatten die Handys in der Hand. Und mit den normalen Telefonen sind wir niemals durchgekommen, aber mit denen hier 80-90%. Und ich glaube, da hat die Telekom uns einige Rede und Antwort zu stehen. Wir haben die Telekom gefragt, können Handys den TED manipulieren beim Grand Prix? Und Ulrich Lissek von der Telekom hat geantwortet. Es werden überhaupt nicht die Handys hier bevorzugt behandelt. Das Netz ist so ausgerichtet, dass jeder Anruf auf das System zuläuft. Es sind 23 Rechner insgesamt gewesen, die hier für dieses System bereitgestanden haben. Das System hat eine Kapazität von rund 5 Millionen Anrufe und mehr pro Stunde. Und das reicht dicke, meint die Telekom. Ob Festanschluss oder Handy, alles wurde gleichberechtigt registriert. Wer nicht durchkam, hatte halt Pech. Dass zu viele Handyanrufe die Wahl des Meisters beeinflusst haben, glaubt Ulrich Lissek nicht. Ja, wir haben das mal überprüft. Es sind rund 690.000 Anrufe in 10 Minuten registriert worden. Und davon haben 20% mit dem Handy angerufen. Diese Handyanrufe können das Ergebnis nicht beeinflusst haben. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass die das Ergebnis in irgendeiner Weise signifikant beeinflusst haben. Also auf keinen Fall Wahlbeeinflussung per Telefon, meint die Telekom. Gildos Weg zum Grand Prix hat wohl eher die gute Organisation der Fans in ganz Deutschland geebnet. Ulrich Lissek ist sich sicher, dass hier des Volkes Wille scheinbar den Kollegen Horn in diese Position gebracht hat. Hat Sie das überzeugt, was die Telekom sagt? Er sagt, er glaubt und die Zahlen hat er jetzt mal so reingeschmissen. Am heutigen Tag wird man natürlich solche Zahlen schnell sagen können. Haben Sie denn irgendeinen Beleg für Ihre Vermutung, vielleicht aus der Vergangenheit? Also ich bin nicht unbedingt jemand, der sich streiten möchte. Wir haben nur wirklich immer eine Bauchgeschichte draus gemacht und haben es auch versucht. Und auch, ich muss das einfach zugeben, auch bei uns in der ZDF-Hitparade, wo ja TED dann angewandt wird, gibt es viele, die mit dem Handy immer wieder versuchen durchzukommen. Und sie haben den Erfolg ganz einfach. Es ist einfach eine ganz bewiesene Sache, dass sie halt immer wieder ihre Stimme durchbekommen. Für Ihre Zukunft, wenn Parodisten den Grand Prix vielleicht sogar gewinnen in Birmingham, müssen Sie, Sie sich da nicht ein bisschen Sorgen machen um Ihre Hitparade? Nee, also meine Sendung nicht. Wir haben ja eben diese schrägen Farben immer und die Schrillen gefordert und auch gefördert. Ich denke mal nicht, aber ich meine, ich bin ja auch ganz gut im Verhältnis mit ihm. Ich habe ihn mal Kröte genannt, den lieben Gildo. Ich habe gesagt, jetzt haben wir die Kröte, jetzt schlucken wir die auch und mal sehen, welcher Prinz wach geküsst wird dann in Birmingham. Wie beurteilen Sie das denn, dass jetzt Radiosender das machen, was früher Fanclubs gemacht haben, nämlich absolut pushen, wie 1Live das zum Beispiel beim WDR gemacht hat? Ich finde es eine starke Angelegenheit, wenn da so eine Gemeinschaft letztendlich aufkommt, aber es ist auch bedenklich natürlich. Denn man muss immer dran denken, diejenigen, die neuen, die übrigens noch im Wettbewerb waren, na gut, die waren noch gut drauf, aber Chancen haben sie einfach keine mehr gehabt. Das war nicht mehr mit dieser Medienpower, die Gildo da im Rücken hatte, war das eine klare Sache, also dass er auf jeden Fall gewinnen wird, für mich schon. Wir haben mal bei 1Live nachgefragt, beim Redakteur Ralf Becker, warum Sie so für Gildo Horn in den Ring gestiegen sind. Gildo Horn moderiert bei uns die 1Live Sonderbar. Gildo Horn gehört zu unserem 1Live-Team. Und Gildo Horn ist natürlich für uns, für 1Live, ein sehr wichtiger Interpret, da wir als 1Live natürlich die anerkannte Schlagerwelle des Westdeutschen Rundfunks sind. Wie seid ihr denn selbst zufrieden mit der Kampagne, die ihr gestartet habt? Ja, sehr zufrieden. Also, ich meine, das zeigt das Ergebnis, 62% für Gildo. Das heißt, wir haben unser Ziel erreicht und jetzt brauchen wir nur noch 100% für Gildo in Birmingham. 1Live war nicht alleine. Herr Hübner, wer ist noch für Gildo in den Ring gestiegen? Also ich kenne nicht alle, aber es ist zum Beispiel FFH, dort war ich zu Gast, dort hat man drüber gesprochen. RTL hat dort auch mächtig gepowert. Ich weiß nicht, wie Antenne Bayern sich verhalten hat, aber es sind alles sehr große Privatsender, die dann doch ganz eindeutig gesagt haben, wir wollen ihn nach vorne pushen, ruft an, macht die Handys auf, geht auf die Partys, wo diese Handys dann auch gebraucht werden. Und ich denke, es ist schon in Anführungsstrichen zwar eine schöne Sache für ihn und für uns letztendlich auch, weil wir doch sehen, TED kann funktionieren, wenn alle zusammenhalten. Aber wenn es nur so passiert. Wie kann man sich denn dagegen wehren? Müssten dann die Schlagerwellen wie vielleicht WDR4 nicht zurückschlagen und eigene Aktionen machen? Ach nein, das ist überhaupt nicht nötig im Grunde genommen. Nein, das ist... Ich denke ganz einfach, dass der Schlager natürlich durch den Gildo jetzt neue Furore bekommen hat. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist auch gut so. Und jetzt werden die ja auf internationalem Parkett auch mit TED abstimmen. Bin mal gespannt, ob da ein bisschen Vorsorge dafür getroffen wird und was dann passiert. Zum Schluss vielleicht ein Wort des Trostes von Ihnen. Sie sind der Mann der ZDF-Hitparade und bekennender Gildo Horn-Fan. Uns haben wirklich schon nach der Aktuellen Stunde heute sehr viele Protestfaxe erreicht. Eins kam von Andreas Pütz aus Bielefeld. Er sagt, herzlichen Glückwunsch, eine Nation, die dich verehrt, Gildo, braucht sich um ihren Untergang keine Sorgen zu machen. Was sagen Sie diesen Zuschauern?
Ich sage, jedes Land schickt den Vertreter, den es verdient hat. Den haben wir uns jetzt verdient und wir müssen das Beste draus machen. Das ist auch ein Zitat von Gildo Horn. Ich habe das, wenn ich ehrlich sein darf, vor 3 oder 4 Tagen bereits in der Bild-Zeitung gesagt. Ich bin stolz darauf, dass mein Freund und Kollege sich mir angeschlossen hat. Danke. Schon wieder haben wir was aufgehängt. Vielen Dank, Herr Hübner. Ein Mann mit zotteligen langen Haaren, mit dürftiger Stimme und schnulzigen Texten. Er ist nun Vertreter des sauberen deutschen Liedgutes. Und wir fragen aus diesem Anlass, wer ist eigentlich dieser Kerl? Ich bin Diplompädagoge. Hab euch lieb. 1, 2, 3. Lieb, 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 wir haben uns alle lieb. Oh. Gildo Horn, Meister und Erwecker des deutschen Schlagers, heißt bürgerlich Horst Schabbi und stammt aus einer Winzersfamilie in Trier. 12 Jahre lang leitete er Musik- und Theatergruppen in einem Behindertenzentrum, bis 1991 Roy Blacks Seele einen neuen Körper suchte. Etwa 6. Dezember letzten Jahres, vorletzten Jahres, ist in unserer Umkleidekabine der Geist, der Blacksche Geist, in mich eingefahren. Er kam etwa von da und hat mir einen Schmiss in diese Brust geworfen. Gildo Horn, kein oberflächlicher, effekthaschender Schlagerfuzzi, sondern ein Künstler mit spiritueller Tiefe. Wir wollen ganz einfach einen schönen Abend haben und dann ist das so der Schamane, der vorne steht. Wenn ich musiziere, bin ich mit dem Kopf überhaupt nicht dabei. Also das ist dann wirklich nur noch Bauch. Viel Bauch. Und die Mädels sind verrückt nach ihrem Meister. Ich sehe gut aus und habe ganz weiche Haut, also Hornhaut. Seine Konzerte heißen Horndienste. Gildo, ein Mann, der die Herzen und die Massen bewegt. Ein Mann, dessen Träume Wirklichkeit werden. Ein fleischgewordener Schlager. Ich träume einfach davon, mal zum Grand Prix Eurovision de la Chanson zu wandern und doch den Preis zu gewinnen. Germany Du's Gras. Und möchte noch ganz gerne beim ZDF auf die Torwand schießen dürfen. Und noch ein Traum, der sich erfüllt. Gildo im Duell gegen Lothar Matthäus. Obwohl ohne orthopädische Strümpfe, Gildo gewinnt. Ein Siegertyp eben auf der ganzen Linie. Gildo Horn, ein Siegertyp und ein Leckermäulchen. Nussecken sind das Lieblingsgebäck von Gildo Horn. Und Nussecken werden auch das Grundnahrungsmittel auf einer Danke-Gildo-Horn-Party heute Abend in Oberhausen sein. Denn dort im Jugendhaus war für heute Abend ohnehin eine deutsche Schlagerparty geplant. Und die wurde nach dem Triumph von Bremen sofort umorganisiert. Brigitte Büscher, hat das denn so auf die Schnelle geklappt? Wenn ich jetzt wegen der ganzen Gildo Horn-Fans das verstanden hätte, was du gesagt hättest, fragen, dann könnte ich dir vielleicht auch genau antworten. Aber diese Party war bis gestern Abend deklariert als Schlagerparty. Ungefähr, sagen wir mal, bis 21:40. Und dann kam die Entscheidung aus Bremen. Gildo Horn wird Deutschland vertreten auf der FM. Meister. Ich will jetzt mal durch, wähle mich zum DJ. Denn der hat heute Abend dann versucht, ganz verzweifelt noch ein bisschen mehr Gildo Horn Musik zu bekommen. Ich würde gerne einmal mit dem DJ reden. Vielen Dank. Patrick, vielleicht. Sie haben heute Abend versucht, noch DJ im Gildo Horn Musik zu bekommen. War es schwierig? War sehr schwierig. Ich habe 5, 6 Läden hier im Bezirk abgeklappert und im 6. habe ich ihn dann gefunden. Ziemlich schade, so eine Schlagerlegende erst so spät in die Plattenläden zu bringen. Ich hoffe, das ändert sich jetzt. Ja, wir feiern heute Abend ein bisschen in diese Richtung, damit das noch ein bisschen besser funktioniert. Eine Gildo Horn-Party ohne Nussecken, das kann nicht funktionieren. Und darum, um diese Party wirklich rund zu machen, haben die Mädels heute in der Küche des Jugendhauses auch noch Nussecken gebacken. Und das schauen wir uns mal an, wie das ausgesehen hat. Hier das Rezept von Mutter Lotti mit ganz viel leckerer Schokolade, die gehört ganz einfach dazu. Und wenn die Nussecken dann erstmal aus dem Ofen kommen, dann sind sie noch groß und quadratisch. Und aus dem großen Quadrat müssen wir mit diesen Nussecken werden. Und muss natürlich dann auch erstmal Dreiecke gemacht werden. Nussecken gemacht haben und dann kommt der wichtigste Schritt aus. Eine Nussecke wird eine Nussecke mit Schokolade. So, die Nussecken, die eben noch heiß und brutzeln im Ofen waren, die haben wir jetzt hier. Und ich werde die bestgekleideten Männer dieses Abends, wir schauen uns einmal diese leckeren Nussecken an, ne? Die bestgekleideten Männer des Abends werden jetzt versuchen, bitte eine Nussecke nehmen und mal probieren. Die kleben noch, die sind noch warm. Und eine Nussecke. Der Kommentar, wie schmecken?
Lecker! Echt lecker! Der Meister! Für das Probieren der Nussecken müssen die Jungs natürlich auch was tun und die werden uns jetzt ein Lied lang singen, ein Lied von Gildo Horn. Das heißt, ich finde Schlager toll. Ich verabschiede mich schon mal aus dem Getöse und sage zurück ins Studio. So, Jungs, auf geht's! Ohne geht hier gar nichts mehr weiter. Jetzt kommt der Meistersong. So. Kleine Ladehemmung, aber das kommt noch. Ich bin Schlager toll, wollen wir jetzt eigentlich hören? Das hat natürlich irgendwie nicht funktioniert. Jetzt. Ja, die müssen noch ein kleines bisschen üben, aber das kriegen sie noch hin heute bis 24 Uhr. Wir haben eine ganz bittere Nachricht für Brigitte Büscher und die Fans in Oberhausen. Die Original-Gildo-Horn-Nussecken, die macht man ohne Schokolade. Wenn Sie das Rezept haben wollen, Sie kriegen es bei uns. Schreiben Sie uns hier die Adresse, WDR Funkhaus Düsseldorf, Stichwort Gildos Nussecke, Stromstraße 24 in 40221 Düsseldorf. Man muss nicht gut aussehen, um von den Frauen geliebt zu werden. Ein Trost für uns Männer. Danke, Gildo. Was lässt die Frauen eigentlich so dahinschmelzen, wenn der Meister erscheint? Jennifer De Wender aus Bochum verrät uns, warum sie ihren Gildo zum Riechen gern hat. Das ist das Originalhemd vom Meister, was er bei der Schnieten-Brunst-Sitzung 1997 getragen hat. Noch mit Originalschweiß des Meisters, unbewaschen. Jedes Mal, wenn ich nicht einschlafen kann, nehme ich das als Schnüffeltuch und dann habe ich die süßesten Träume. Jennifer De Wender träumt nicht nur nachts von Gildo Horn. Seit sie ihn vor anderthalb Jahren zum ersten Mal auf einem Konzert erlebte, ist sie eine glühende Verehrerin des Sängers und seiner Band. Ich habe bei Gildo das Gefühl, dass er den Schlager nicht nur einfach singt, sondern er lebt den Schlager. Und das zeigt er immer wieder ganz deutlich auf seinen Konzerten. Da wird einfach jeder mitgerissen. Wie viele Konzerte von Gildo Horn sie schon besucht hat, kann Jennifer gar nicht mehr zählen. Aber 70 oder 80 waren es mindestens. Sie lebt für Gildo Horn, sammelt jede Eintrittskarte, jedes Foto, alle CDs von ihm. Als erstes die CD, danke, die ist einfach super klasse, die beste, die er bisher gemacht hat. Dann habe ich noch einen Kriminalroman, den ich selber geschrieben habe. Und eine Zeitung, die ich zusammen mit einer Freundin zusammen geschrieben habe. Und dann habe ich hier noch Autogramme und Lebensweisheiten vom Meister und von den Strümpfen, die sie mir persönlich geschrieben haben. Das sind so meine Sternstunden. Gildo Horn leuchtet an Jennifers musikalischem Sternenhimmel am hellsten. Doch auch andere Schlagersänger treffen durchaus ihren Geschmack. Schlager ist einfach eine Art des Lebens gefühlt. Das ist schwer zu beschreiben. Also das muss man einfach schon mal mitgemacht haben. Der Schlager gibt einem die Möglichkeit, Alltagssorgen zu vergessen und einfach nur mal abzutauchen, sich mal eine kleine Auszeit zu nehmen und auch mal an die positiven Dinge im Leben zu denken. Ich denke, jeder von uns weiß, dass die Welt nicht gerade so toll und so rosig ist und der Schlager bietet einem halt eben die Möglichkeit, mal abzuspannen und einfach nur die Seele baumeln zu lassen. Gildos Sieg in Bremen verschaffte Jennifer den schönsten Tag in ihrem Leben. Nur für eins wäre sie ihrem Meister noch dankbarer, wenn er den Schlager Grand Prix in Birmingham gewinne. Jennifer De Wender ist ein echter Gildo Horn-Fan. Dirk Malesse aus Hagen ist ein Gildo-Hasser. Er hat uns einen Fax geschickt, wie viele andere auch. Er sagt, armes Deutschland. Dieter Speck hier bei mir ist Psychologe. Herr Speck, muss man sich um eine Gesellschaft Sorgen machen, die so einen Mann zum Grand Prix schickt nach Birmingham? Das finde ich überhaupt nicht, sondern diese Gesellschaft beweist eigentlich, dass sie Humor hat und dass sie mit dem alten Mief der alten Grand Prix-Geschichten endlich mal aufräumt. Ja, früher hieß es doch, Schlager sind fui bar und heute singen es dieselben Leute, die das gesagt haben, in Szenelokalen laut mit. Wie funktioniert das? Ja, aber sie singen sie eben anders. Da ist ein Techno-Sound drunter und es hat mehr Swing und es hat eigentlich mehr Rap. Dinge, die wir also früher so nicht gehabt haben. Es ist eben nicht dieser Schnulzencharakter, sondern es hat was Eigenes. Und das ist eben auch das Geheimnis von Gildo Horn, dem Meister. Gibt es nicht vielleicht auch eine andere Erklärung, dass man sich vielleicht nicht getraut hat, einfach mal griechischer Wein oder Wunder gibt es immer wieder zu singen, so eins zu eins, dass es aber in jedem wohnt, so ein Hang zum Schlager? Also jetzt das, traut man sich? Das weiß ich nicht. Ich glaube einfach, dass das natürlich Melodien sind, die eingängig sind. Und die eingängiger sind, je mehr Alkohol im Spiel ist und je später die Stunde eigentlich ist, dann fällt das den Leuten ein. Aber ich denke, die ganze junge Generation, die Kids also, die haben ja mit Grand Prix und mit dem Schlager überhaupt nichts zu tun. Und die sind eigentlich jetzt ganz happy, dass Gildo Horn so gigantisch promotet worden ist, dass die Rechnung aufgegangen ist und dass sie jetzt sozusagen den Anschluss wieder gefunden haben. Darum geht's doch eigentlich.
62% für Gildo Horn per TED. Ist das sowas wie eine moderne Protestwahl? Ich denke. Also mir ist spontan eingefallen, es ist im Grunde genommen genau dasselbe von der Struktur her, wie das, was mit der FDP in Berlin passiert, wo ja auch fast 3000 Studenten eingetreten sind, um diesen Schnarchverein in Berlin zu unterwandern, um eine andere Politik zu machen. Es ist also eine Anti-, eine Protestbewegung, die da in Gang gekommen ist, aber das Ganze mit einem humorvollen Touch. Ja, das deckt sich mit einigen Faxen hier. Zum Beispiel schreibt hier Familie Jeschke, er kam, sang und siegte. Er sieht zwar nicht aus wie ein Star, der unser Land vertreten könne, aber was ist mit unserem lieben Kanzler? Kann der singen? Der kann auch nicht singen und der sieht auch nicht so doll aus, denke ich mal, was die Ästhetik angeht. Da sind ja nun ganz andere Kriterien. Und ich denke, auch das ist von Gildo Horn durchaus gewollt, dass er eben nicht wie so ein Schnulzenheini da steht, so im Jackett und dann eben mit Fliege, sondern dass er eben sein Outfit hat, seine ungewaschenen Haare hat und die wird er sich eben nicht bis Birmingham waschen, sondern die werden so bleiben, um diesen anderen Farbtupfer da hineinzubringen. Faxe über Faxe nach der Aktuellen Stunde heute, zum Beispiel Herr Kasbeik, er sagt, er versteht den ganzen Rummel um Gildo Horn nicht. Dann Annette und Uwe Petzold sagen, herzlichen Glückwunsch, wir finden den Erfolg von Gildo toll. Er kam, sang und siegte, Gildo, ich hab dich lieb, danke und so weiter und so weiter. Hier sind weitere Meinungen unserer Zuschauer zum Gildo Horn-Sieg und auch noch einmal das ganze Lied von gestern Abend, Gildo hat euch lieb. Es gab eine Zeit voller Zärtlichkeit. Da wurde Knuddeln und Knutschen und Lieben immer groß geschrieben. Ich denk gern zurück an die Zeit voll Harmonie und Glück, als ich täglich in ein Poesiealbum schrieb. Piep, 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 ich hab dich lieb. Euch lieb. Und wenn's auch mal Tränen gibt, kommt er rüber und singt für euch wieder. Gildo hat euch lieb. Hey Nina! In meiner kleinen Welt, in der eine zum anderen hält und in der deine Tränen nicht liegen, lernen Träume fliegen. Da wär ich so gern, wär den Sternen nicht mehr allzu. Ich hab euch lieb! Und von dort schick ich euch meinen Liebesbeweis. Nussecken und Himbeereis, Gildo hat euch lieb. Und wenn's auch mal Tränen gibt, kommt er lieber und singt für euch wieder. Gildo hat euch lieb. In ein Poesiealbum schrieb. Piep, 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 ich hab dich lieb. Gildo hat euch lieb. Und wenn's auch mal Tränen gibt, kommt er lieber und singt für euch Lieder. Hey, komm! Gildo hat euch lieb. Immer wieder, immer wieder. Und auch viele Zuschauer des WDR-Fernsehens haben Gildo lieb. Es gibt sie wirklich, die Liebhaber. Herzlichen Glückwunsch, Gildo, ist ja irre. Auch wenn sich jetzt alle das Maul zerreißen. Wir haben auch versucht, den TED zu erreichen und sind ebenfalls nicht durchgekommen. Allerdings wollten wir für Gildo stimmen. Endlich wurde der Siegelmafia mal gezeigt, dass es nicht so weitergehen kann. Bärbel und Axel Langnert aus Mülheim an der Ruhr sagen das. Tolle Leistung, Gildo Horn. Für den albernsten Zirkus des Jahres sollte man wirklich den besten Clown der Nation schicken. Das ist die Meinung von Christoph Bernd. Und dann hat noch ein Zuschauer, der seinen Namen nicht nennen wollte, angerufen und er sagt, er kann es nicht fassen, dass es im WDR eine Sondersendung zu Gildo Horn gibt. Sie ist jetzt überstanden, aber wir haben noch einen Hinweis für morgen. Gildo Horn wird morgen zum ersten Mal selbst sprechen. Er wird bei 1Live eine Pressekonferenz geben und das WDR-Fernsehen ist von 15 Uhr bis 15.30 Uhr dabei. Danke für Ihr Interesse heute Abend. Jetzt geht's gleich weiter hier mit der Lokalzeit NRW. Erstmal aber ein Hinweis für die Berichterstattung über die Niedersachsenwahl hier im WDR-Fernsehen. Guten Abend.